Sehr schön. Okay, also dann herzlich willkommen nochmal. Intro zu der Session. Ich hatte den Jochen und den Christian mal angeschrieben, weil wir jetzt im letzten halben Jahr in verschiedenen Orga-Teams hybride Events geplant haben. Da war das erste, das Telekom-Barcamp. Weiß gar nicht, was hattet ihr, Jochen, 18. oder so? Also Ja, sage ich gleich noch was dazu. Also es war also nicht das klassische Telekom-Barcamp, ein spezielles war das, genau. Genau, umgestellt auf Hybrid, dann das Dativ Digicamp, das haben vielleicht viele mitbekommen. Und vor 2 Wochen war dann auch noch, 2 Wochen ist schon wieder her, ne? SAP Training Forum ist zwar kein klassisches Barcamp gewesen, aber ganz viele hybride Elemente waren da drinnen. Deswegen hatte ich Thomas und Seide gefragt, ob die auch mit dazukommen wollen. Na, und ich hatte mal so als grobes Raster, und da könnt ihr ja dann ein bisschen drauf eingehen, nochmal gesagt, so Zielgruppe und Ziel. Das ist, denke ich, spannend. Ne? Ist es intern, ist es extern, ist es, wie bei euch, Kunden sind dabei, mischt sich das, wie geht man da mit Vertraulichkeit um? Dann so das Thema, wie zieht man sowas überhaupt auf? Ne? So Website, Landingpage, wie informiert man dazu, welche Infos gibt es? Dann natürlich so der Kernpunkt, hybrider Ansatz, also was macht man in Hybrid? Macht man eine Bühne im Livestream-Modus, wo Leute nur zugucken können? Sieht man Leute auf der Bühne? Kann man live interagieren mit denen? Also das sind alles so Designentscheidungen, wo teilweise auch in den Orga-Teams ziemlich gerungen worden ist und es so ganz verschiedene Positionen gibt, wie sowas auszusehen hat. Und was ich auch spannend finde, ist so das ganze Thema Toolset. Also was ist so das Tool-Line-Up, was zum Einsatz kommt? Was zum Beispiel bei euch, ne, erste Mal Zoom-Events, kannte ich vorher gar nicht, dass es sowas gibt. Teams bei vielen, Teams-Meeting-Rooms, also das nur so als so grobe Richtschnur. Vielleicht für die, warte mal, ich komme hier wieder raus, kann man mal gerade eins kleiner machen. Was wir vorhaben mit den Inhalten dann hinterher, es gibt einen recht verwaisten Leitfaden, den hatte der Karl-Heinz und ich mal angefangen zu schreiben. Andreas, du hattest ja gestern, glaube ich, auch gefragt, zum ganzen Thema Barcamp. Und ich sehe da hinten noch, KHP steht für Karl-Heinz Pape und SD für S. Dückert. Das ist die Aufteilung, wer die Kapitel hätte schreiben sollen. Zum Teil sind sie auch schon da, also es gibt schon ein bisschen was. Aber das ist noch sehr rough. Einfach, weil wenn man als eingespieltes Team seit 20 Jahren Barcamps macht, dann braucht man das eigentlich für die eigene Arbeit nicht. Ne? Und jetzt haben wir gesagt, da ist die ganze Pandemie mit, wie macht man das online, wie macht man das hybrid und auch, wie mischt man eigentlich. Ne? Also ich finde, ganz viele Events sind jetzt nicht mehr rein Barcamps, sondern wir haben ja auch gestern andere Elemente gehabt, Lightning Talks, in Firmen gibt es Impulsvorträge, ihr habt Live-Podcast auf der Bühne gehabt, Thomas. Na, auch der Aspekt, was sind denn so Variationen von reinem Barcamp-Format, gar nicht drin. Also das heißt, alles, was wir heute besprechen, dokumentieren und so weiter, würde ich dann einfließen lassen in den Leitfaden, um da mal eine sinnvolle Version draus zu machen. Das vielleicht vorneweg geschickt. Genau, und jetzt weiß ich nicht, wie ihr euch das aufgeteilt habt. Also wer zuerst mag, sagt vielleicht auch, ob ihr Fragen zwischendrin zulassen wollt oder ob wir es am Ende machen wollen. Das ist ganz euch überlassen. Also eure Bühne. Christian, willst du anfangen? Na, du hast die längeren Erfahrungen, du fangst an. Komm, das 18. Wenn du mal das hörst, du startest. Ja, so ungefähr. Willst du selber Moderation machen oder soll ich die Moderation einschalten und besteuern? Also ich weiß jetzt nicht, wie groß man es dann auf dem geteilten Bildschirm sieht. Vielleicht machst du es, wenn du es teilst. Wenn du die Moderation anmachst, sehen wir es so, wie du es siehst. Das wäre unten diese Leinwand unten rechts. Und dann gleich Moderation starten. Okay. Habe ich drauf gedrückt. Okay. Jetzt sieht man jetzt meinen Bildschirm oder was siehst du jetzt? Ich muss hier die Live-Moderation angehen, aber das macht sie noch nie. Hast du die Live-Moderation gestartet? Ja, muss ich das nochmal bestätigen? Ich habe natürlich auf den geteilten Teams-Bildschirm geklickt und nicht aufs Konzeptwort. Ja. Sekunde, wo haben wir hier das Blaue nochmal? Das Live-Meeting starten, wo sehe ich das nochmal? Unten rechts, da müsste so ein Telefonsymbol und eine Leinwand und ein Timer. Ja. Da gehst du auf die Leinwand. Ja. Und dann ist ein blauer Button, Live-Moderation starten. Genau, der ist ausgegraut. Den kann ich nicht. Okay, ja, warte, dann mache ich das. Dann steuere ich mich. Ja, genau. Und du sagst, was ich groß machen soll. Genau. Wenn du jetzt mal reinzoomst auf die erste Folie,
Genau, wir haben am 29. Mai haben wir unser Barcamp gemacht. Das seht ihr hier, wir haben das Dare to Care genannt. Shaping Tech and Business with Radical Humanity. Und oben seht ihr auch den Absender. Das ist nämlich unsere Human Centered Technology Community, die dieses Barcamp gemacht hat. Wenn du eine Folie weitergehst, also erste Inhaltsfolie. Das, was ich hier euch zeige, ist sozusagen der Chartsatz, den wir auch den Session-Hosts und Buddies und Teilnehmenden zur Verfügung gestellt haben. Ja, also hier habt ihr quasi live unser Infomaterial auch. Ich will es anfangs ein bisschen einordnen. Wie du schon sagst, ja, seit mehr als 15 Jahren gibt es Barcamps auch bei der Telekom. Ne? Wir hatten einen Einbruch nach Covid oder durch Covid, da gab es dann auch virtuelle Versuche, rein remote Barcamps zu machen. Und wir haben aber gerade seit letztem Jahr ein sehr starkes Aufleben der Barcamp-Kultur bei uns. Ja. Sehr, sehr lokale Barcamps, AI-Barcamps, Agilista-Barcamp ist eins, ja, also wo es um agile Arbeit geht. Lokale Bereichs-Barcamps zu unterschiedlichen Themen, thematisch fokussiert. Ja. Und gerade was du ansprichst, Formate, die am Grenzbereich sind, Hackathons, Makathons. Und besonders Promptatons, die wir seit letztem Jahr auch aus der Community heraus anbieten, die gehen gerade durch die Decke, ja, weil natürlich jeder von KI angefixt ist. Ja. Wir machen aus der Community heraus das dritte Barcamp in diesem Jahr haben wir gemacht. Und damit ihr so ein bisschen versteht, warum, was ist diese Community? Also wir haben eingeladen vor 2 Jahren, Menschen in der Telekom haben wir eingeladen, darüber nachzudenken und auch Dinge zu erarbeiten, die sich darum drehen, wie wir Technologie menschenfreundlich mit dem Menschen im Mittelpunkt und vor allen Dingen ethisch verantwortbar herzustellen. Ne, da hat KI jetzt gerade einen riesen Fokus, aber auch Social Media, Digital Wellbeing, diese Geschichte bis hin zu, wir werden sehr größer noch die Nähe suchen zu unseren ESG-Leuten, also sehr stark zu Nachhaltigkeit, auch zu Führung, ja, also alles, wo wir sozusagen ein Business unseres Unternehmens näher an den Menschen ranführen, vom Sinn her. Also wofür erarbeiten wir unser Geld, ist unsere Kernfrage. Und wofür sind wir da als Telekom in unserer Verantwortung in der Gesellschaft? Das mal so als inhaltliche Einordnung. Wir waren zum ersten Mal hybrid. Ja, hier seht ihr unten fett. Wir hatten 203 Menschen vor Ort in Bonn im Konferenzzentrum der Telekom. Vinny war übrigens einer derjenigen. Schön, dass du auch hier bist. Hast auch einen Lightning Talk gehalten dort. Und wir hatten 460 Menschen hybrid, remote dort. Wir haben uns zweigeteilt, wenn du noch einen runtergehst. Ich glaube, das kommt dann jetzt eine Folie weiter. Genau, hier, dann lasst mich erstmal auf die Agenda-Highlights gehen. Wir haben 7 Sessions oder 21 Sessions in 3 Tracks gemacht, also 3x7 Sessions. Vorständin Frau Nehmert ist unsere Sponsorin, sind wir sehr froh, ne? Die war da und hat sich sehr, also sie hatten sehr starkes Herzblut auch im Thema digitale Würde des Menschen ist unantastbar. Wie kriegen wir das hin, Technologie anzubieten, ohne Schaden anzurichten? Wir haben eine Live-Schalte gemacht zur Republika. Die war parallel am gleichen Tag. Da hat die Telekom auch eine Session, ein Panel angeboten. Das haben wir live gestreamt mit Rückkanal. Also aus Bonn konnten Fragen nach Berlin gestellt werden und umgekehrt. Das war auch nochmal eine technische Herausforderung und 2 Premieren. Einmal, wir haben uns nach extern geöffnet zum ersten Mal und haben Menschen von außerhalb der Telekom eingeladen, mit denen wir auch schon vorher ein Herzensthema besprochen haben, Human Centered Technology. Und wir sind hybrid gegangen, wie gesagt, hauptsächlich via WebEx. Und wenn du noch einen weitergehst. Genau. Da habe ich euch mal den hybriden Ansatz beschrieben. Wir haben letztendlich das genutzt, was wir als Telekom haben im Konferenzzentrum. Wir haben immer schon eine Veranstaltung, Town Halls und so weiter, haben wir gestreamt. Also wir haben uns gesagt, Bühnenprogramm wird gestreamt über eine Streaming-Plattform mit Sprachkanälen. Also Barcamp-Sprache war Englisch, ja, weil wir internationale Menschen in den Webexen hatten und vor Ort. Und da hatten wir Übersetzungen ins Deutsche und Gebärdensprache-Übersetzungen im Stream. Ja, es dient,
die Streaming-Plattform diente gleichzeitig als Übersetzer-Tool. Und die Sessions, wo es um Interaktivität geht, haben wir per WebEx gemacht. Warum WebEx? Weil in jedem unserer Konferenzräume dort im Konferenzzentrum ein WebEx-Board steht, wo es einfach mega einfach ist, WebEx-Konferenzen zu zeigen und per Kamera, ne, wie bei euch, schön auf die Leute vor Ort dann einzugehen und so, dass auch alles gut sichtbar ist. Deshalb die Entscheidung für WebEx. Wobei, und das ist ein Punkt, den ich mit dem Christian besprechen muss, Zoom-Events war mega charmant, weil es natürlich alles in einem bietet, Agenda und Einsprungmöglichkeit, weil dann brauchst du das nicht mehr, was wir hier unten links sehen. Was haben wir zur Information angeboten? Die Landingpage, eine Landingpage, da habe ich, wenn du kurz nach rechts schwenkst, Simon, habe ich euch das Beispiel als Layout mal reingestellt, als Screenshot. Also das ist, da seht ihr quasi die ganze Agenda. Ja. Man hat immer die Einsprungmöglichkeit von der Landingpage aus, jeweils in die Remote-Elemente, sowohl Bühne als auch WebEx-Links hier in den Session-Tracks und Zugang zu, hier in dem Fall PDF, Steckbriefe, was passiert in den Sessions. Genau. Das war unser Setup technisch, ja, und dann haben wir noch ein Web, also für Chat-Vernetzung haben wir auch WebEx-Chat genutzt, einfach um systemimmanent zu bleiben. Das ist ausbaufähig, das kann ich gleich sagen. Wir waren super zufrieden mit der Beteiligung an den Sessions, aber WebEx-Chat, das war noch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Da merkten wir so, der Hauptaustausch passiert in der Tat vor Ort und nicht remote. Das ist vielleicht ein Learning schon daraus. Genau. Wenn du eins weitergehst, das einfach nur als Beispiel, wo wir den Menschen eine Gebrauchsanweisung mitgeben wollten. How to Hybrid Barcamp haben wir es genannt. Ja? Also oben immer den Link auch zur Landingpage. Was vor Ort abläuft, wie man sich zurechtfindet in den Räumen und rechts online, wie man sich halt remote zurechtfindet im Remote-Angebot. Ne? Einfach nur zur Info, könnt ihr euch später nochmal reinlesen. Wir haben auch mit Buddies gearbeitet. Ne? Also grundsätzlich habe ich vergessen zu sagen, Simon, wir haben uns vorher mit dir beraten, ja, was eminent wichtig und gut war. Ja, du hast uns sehr viele gute Tipps gegeben. Und ich nehme mal an, vieles davon steckt auch hier drin und sonst wäre das auch nicht so gut gewesen. Genau, dann gehen wir nochmal einmal runter. Zur Info inhaltlich für euch nochmal, damit ihr den Rahmen auch da nochmal habt, inhaltlich unser Session Grid. Auch da gerne Austausch mit Christian. Ihr hattet wesentlich mehr Sessions in wesentlich mehr Tracks. Ne? Wir hatten nur 3 und nur 7 pro Track und da haben die Leute schon gestöhnt, jetzt muss ich mich entscheiden und ich würde eigentlich in jedes gern gehen und so. Da sollten wir uns mal austauschen, wie ihr das gemacht habt, welche Erfahrungen ihr hattet. Hier seht ihr so ein bisschen das inhaltliche Set, was ich eingangs beschrieben habe. Also wir haben sowohl KI-basierte Themen, sehr Telekom-produktbezogen, servicebezogen oben, ne, KI-Betrugserkennung am Telefon für den Service, Neurodiversity zum Beispiel, ja, hatten wir ein Riesenthema. Wir hatten eine externe Agentur, die im Bundesverband für digitale Wirtschaft auch assoziiert sind. Die bekümmern sich darum, wie wir Qualitätsjournalismus stärken, um die Demokratie letztendlich zu stärken. Das ist ein Riesenthema auch gewesen. Hier links auf der Seite eher von der Sabrina Haag. Die haben eine App entwickelt, wie man Fake News sozusagen Fakten checkt, um auch dort KI-gestützt, sagen wir mal, im Sinne der Erhaltung unserer Demokratie in der Gesellschaft zu arbeiten. Also das ist so ein bisschen der Scope. Wir haben ein Thema Führung. Ja, ihr seht, das ist ein sehr verzweigtes Thema, weil wir halt sehr schnell festgestellt haben, das steckt alles drin. Diese Facetten müssen wir alle betrachten, wenn wir human-centered sein wollen. Und zum Schluss habe ich euch einfach nur noch mal ein paar Bilder beigelegt. Ne, der Harald war auch da, ne, den seht ihr direkt oben mit dem Magenta-Bildschirm, der war ein Remote-Host bei uns. Hier seht ihr die Vorstellenden, Frau Nehmert, Johannes C. seht ihr, Digital Streetworker gegen Hass im Netz, ihr seht den Winnie.
Ihr seht, Daniel DiGiusto, der kommt von der NGO, die Tech einsetzen in Krisengebieten, Tech to the Rescue heißen sie. Und hier seht ihr auch, also wir lieben Pitches auf der Bühne, ja, weil die Menschen das immer sehr bunt gestalten, fast schon wie so ein kleines Theaterstück. Das war auch dieses Mal sehr schön wieder zu sehen mit vielen Accessoires. Das Gruppenfoto seht ihr. Ne, die menschliche Würde ist unantastbar, stand quasi immer wieder als Mantra im Raum. Genau. Wir haben eine Frage im Raum, Jochen. Ja, gerne. Dann gerne. Auf zur DATEV rübergehen. Ja, gerne. Hallo, also erstmal vielen Dank dafür, sehr, sehr interessant. Ich habe eine Frage zu den Sessions. Du hast gesagt, das Ganze war auf Englisch gewesen. Ich habe jetzt bei den Sessions gesehen, dass es da sehr viele nur auf Deutsch gibt. Wie war das Feedback dazu? Genau. Wir haben das vorher so klar, es geht zu kommunizieren versucht, also Bühnenprogramm war Englisch und du hattest die Übersetzung im Stream sozusagen. Bei den Sessions haben wir aber gesagt, da wir natürlich auch eine diverse Mannschaft an Session-Hosts hatten, ne, diejenigen, die nur Deutsch anbieten wollten, da haben wir es kenntlich gemacht. Diejenigen, die gesagt haben, oh, ich kann Deutsch oder Englisch, da haben wir es halt freigestellt und gesagt, das vereinbart ihr doch bitte, wenn ihr die Menschen in eurer Session habt und vereinbart das mit denen, welche Sprache es sein soll. Ja, also das war das Prinzip bei den Sessions. Und es gab halt drei, ja, wo es auch aufgrund, ne, der Landessprache bei den Kolleginnen und Kollegen klar war, die machen das nur in Englisch. Also auch da breites Angebot an Sprache. Sehr schön, dann danke dir erstmal, dann zoome ich hier raus und würde quasi, jetzt glaube ich, nach links muss ich hier, und dann übergeben wir dem Christian den Redestab. Genau, ich starte und greife es ein bisschen auf, Jochen. Bei uns ist es so, dass die Geschichte von Barcamps auch seit 2017, also nicht ganz so lang, begann. Und wir haben 2019 ein Format von Intrinsify geklaut, Multitrons vom Multiformat-Event, Kombination aus kuratierten Barcamp mit vorher Session-Einreichung und so ein bisschen Bühne und Shishi und haben das im Fürther Ronhof begonnen. Damals noch nur Präsenz, da konnten wir online gar nicht denken. Und es war damals auch mit 1000, die mitmachen wollten, wo nur 300 Plätze kriegen. Also so ging das los als Teil der Transformation. Wir haben uns relativ stark verändert im Jahr 2019 und diese Veränderungsdynamik haben wir für solchen Formaten begleitet. Wir sind eine Stabsstelle, die sich im Auftrag der Chief Operating Officer um die Transformation in Summe kümmert. Und wir haben so ein bisschen die Chance genutzt, dass die Organisation das noch nicht verstanden hat und haben auch Externe dazu eingeladen. 20% Externe war von Anfang an das Ziel und zwar unabhängig davon, was die mit uns tun. Und auch einfach eine offene Internetschnittstelle. Das gab es in der Organisation DATEV bis dahin gar nicht. Das ging wunderbar, dann kam Corona, dann kam Simon und hat uns in die Online-Welt geholfen. Und dann hat meine Chefin gesagt, sie will jetzt endlich wieder mit anfassen. Und wir sollen doch wieder was mit anfassen machen und das sei so schade mit dieser Online-Welt. Ich sehe das gar nicht so. Ich kann die Online-Welt total positiv fürs abgewinnen, vor allem als Organisator. Aber wir haben dann im März geübt, das erste Mal hybrid, damals noch mit Teams in einem kleinen Lab mit 70 Leuten, mit nur zwei Räumen, damit das Team, ihr seht, ich habe oben, wenn ihr da mehr wollt, es gibt auch das Programm unter www.dativ.de, dann könnt ihr in das Zoom-Events einsteigen, dann kommt ihr auch da rein. Da müsst ihr eure E-Mail hergeben, das will Zoom so, dass er eure E-Mail hergibt, aber ich speichere sie nicht, versprochen, aber ihr kommt dann in die Lobby und dann kommt ihr auch in die Dokumentation und könnt auch die Videos gucken von denen Sessions, die aufgezeichnet sind. Und Fürther Ronhof will ich nicht mehr, wir haben ein großes Casino, wenn ich da rein will, muss ich mit dem Betriebsrat darüber reden, dass ich da rein darf, weil das ist eigentlich zum Mittagessen geplant und deswegen kommen wir da nicht groß rein. Was ihr da seht, ist praktisch das, wo die Leute sonst essen und wir hatten, Jochen, so 200 vor Ort, da kriege ich schon nicht mehr die Plätze voll. Also die Frage von Attraktivität nach 5 Jahren von so einem Format, das ist nicht mehr so, dass da 1000 wollen, sondern, na Christian, schon wieder ein Digicamp, was bietest du mir denn? So, und wir hatten 700 online. Also die Frage von Attraktivität von vor Ort und online, ich gebe ein Wahnsinnsgeld für vor Ort aus, weil damit die Essen kriegen und Kaffee und Shishi. Und 700 sind online dabei. Deswegen auch großes Kino, großes Besteck, hat der Simon genannt. Wir haben hier aufgefahren wie Fernsehen. Ob es das braucht, weiß ich nicht. Das braucht aber, um diesen Raum so zu füllen. Und wenn du bei rechts ein bisschen kleiner machst, dann ist rechts so ein bisschen Text. Casino und Campus, wenn beides zusammen wäre, praktisch die ideale Bildposition. Also Bild und wie Text. So, dass du da Bild und Text, genau. Und wenn ihr nach oben geht, die hybride Szenen,
war jetzt ein bisschen noch höher, ist dann praktisch in andere Richtung, anderes, andere, Richtung andere hoch, genau. Es sind dann, wir haben diesen IT-Campus gebaut, als ob es ein Barcamp-Raum baut, mit zwei Konferenzzonen, die ebenerdig 20 Räume haben, ideal für Barcamps. Und da haben wir einfach die lokale Ausstattung und diese Kisten. Niemand in der Organisation schaffte, so wie Simon, diese Teile hinzukriegen. Obwohl wir seit 5 Jahren Hybrid üben, fragt mich warum, stellen sich alle an. Man kann das machen und wir rufen den Simon und dann geht's. Meine Techniker finden es inzwischen auch gut, dass er kommt, weil dann müssen sie sich nicht ärgern. Und das ist eine Win-Win-Situation. Und es kam dann, Jochen, wie aus dem Nichts, dass wir Zoom-Events kriegen. Wir hatten einen Blue Jeans in der Phase, dann ist Blue Jeans pleite gegangen, dann durfte man doch mit dem großen Bruder arbeiten und der große Bruder hat eine geniale Event-Plattform. Die habe ich schon zu Corona-Anfangszeiten von den Vertrieblern kennengelernt und gesagt, hört auf, mir den Mund wässrig zu machen, ich darf es eh nicht einsetzen, wir nutzen die andere. Jetzt können wir das plötzlich und wir waren die Prelot-Veranstaltung, wo alles genutzt wird. Programm, man kommt vom Programm in eine Lobby, das ist wie Fernsehen und dann kann man reinklicken und wir müssen es noch einmal administrieren. Jochen, das ist echt der Traum. Und ihr könnt euch mit vernetzen, mit LinkedIn, euren normalen Profilen, ist wie in der großen Welt. Und unsere Cloud-Neurotik geht offensichtlich sicherheitsmäßig damit um. Das heißt, wir dürfen das. Man kann sofort am Abend, sind die Keynotes live, das Video kann man angucken, was vorher mit Agentur 3 Wochen gedauert hat. Ist jetzt alles wunderbar. Deswegen ganz kurz, wir organisieren das Ding mit einem freiwilligen Team. Seit dem ersten Mal organisieren das nicht Profis, sondern Menschen, die sich freiwillig zum DigiCamp melden. Mein Team versucht, die Freiwilligen an den Start zu bringen und es ist ein Teil der Transformationsgeschichte, dass Menschen dort lernen. Und wir sind jetzt die Zoom-Events-Experten, weil außer uns kann es noch keiner. Und die haben aber auch geschwitzt, das war eine heiße Kiste. Ohne Simon, ich rufe ihn dann immer an, wenn bei mir die Panikattacken von allen, dann beruhigt er irgendwie. Ich weiß nicht, wie er das kann, aber er kann Menschen beruhigen, Hand auflegen. Und, aber die Energie, die, ich sage euch, arbeitet nur noch mit Freiwilligen. Es ist so eine Sensation, wenn Leute über sich hinauswachsen und das ohne Risiko tun. Wenn es schief geht, ist halt das DigiCamp an die Wand gefahren. Aber es ist nichts Dramatisches in unserem Business passiert. Deswegen ist das für mich so ein wunderbarer Lernen. Wir haben eine Frage im Chat und dann hatte sich dein Wissensgefährder Yannick Meyer gemeldet. Den können wir auch gleich mal gerne. Yannick ist da. Hey, der Yannick ist da. Der Jan hatte gefragt, wie habt ihr die Session-Hosts und die Themen identifiziert gefunden fürs DigiCamp? Yannick, bist du sprechfähig? Ja, gerne. Simon, bitte wiederhol nochmal. Sorry, ich war gerade immer noch. Die Frage vom Jan war, also anderer Jan, wie habt ihr die Session-Hosts und die Themen identifiziert bzw. gefunden? Genau. Also quasi den Sessionplan erstellt, ne? So interpretiert. Ja, gerne Stellung nehmen. Also grundsätzlich ist es so, wir haben, ich glaube 4 Wochen war es jetzt vor dem DigiCamp, haben wir ein Formular, was man eben sozusagen am Ende ausfüllen kann, zur eben Session-Einreichung. Das heißt, wir haben einen Titel, wir haben eine Session-Beschreibung, wir haben gesagt, wir wollen, ist ja immer die Frage, ne, ist die Session was für mich? Viele haben eher so ein Skipistensystem mit blaue Piste, ist relativ einfach. Schwarze Piste schwierig. Da haben wir gesagt, welche Voraussetzungen gibt es, weil ich möchte niemandem sagen, du darfst die schwarze Piste nicht fahren, sondern du kannst dich eben auch trauen. Also es gibt halt gewisse Voraussetzungen, was weiß ich, du solltest in Java doch schon mal Entwicklungskenntnisse gehabt haben, wie auch immer. Und da kann man eben seine Session am Ende des Tages drüber einkippen. Und das DigiCamp ist am Ende für alle da. Wir sind auch im Rahmen der Allianz für digitale Kompetenzen vom Digitalministerium gelistet. Das heißt also, da ist auch Zugang für alle Bürgerinnen und Bürger Bayerns, der ist offen. Und das heißt also, die Themen dürfen am Ende des Tages selber über dieses Formular eingereicht werden. Das kommt dann intern zu uns. Wir schauen uns diese verschiedenen Themen an. Und so kommen wir eben auch zu den Hosts. Sie können E-Mail-Adresse hinterlegen, freiwillig, beziehungsweise, ja, E-Mail-Adresse ist schon Pflicht, damit wir mit Ihnen kommunizieren, aber Adressdaten und Co. freiwillig. Genau, so kommen wir an die Themen und so auch an die Hosts, wo wir eben nochmal abfragen, wen wir auch vor allem in Zoom-Events in unserem Event-Tool hinterlegen können, wer welche Rechte dann für Zoom eben auch am Ende hat. Ich hoffe, Jan, dass die Frage auch so ein Stück weit damit auch beantwortet worden ist. Und damit habt ihr auch Janik kennengelernt, der einzige Nicht-Freiwillige, der bei mir im Team praktisch das DigiCamp organisieren muss und der nicht formale, aber dann der Chef von diesem Team DigiCamp ist. Und weil die Zeit jetzt schon rum ist, die Idee ist, dass jeder sich zum Session-Gebenden machen kann. Das heißt, wir rufen offen auch die Externen und es entsteht einfach ein Programm. Und die 70 Sessions, die wir diesmal wieder hatten, oder 65,
das überfordert ja nicht nur die Teilnehmer, sondern alle, aber das Schöne ist, darüber zu kommunizieren, ist eigentlich der Sinn. Das Ding ist ein Mittel zum Zweck, um Themen in der Organisation zu machen, auch die Kolleginnen zu überfordern. Es ist ja nicht so, dass man anschließend weiß, wie es geht, sondern man weiß auch, es gibt 50 Sessions, die einen auch noch interessieren. Ich habe euch die Zahlen genannt, so ein bisschen so ein Skript, wie wir intern kommunizieren. Und die Form von Attraktivität von diesem Format ist so, dass die Online-Teilnahme einfach wesentlich höher ist, weil das Cherry-Picking einfach geht. Also man kann einfach mal kurz reinspringen. Auch die Attraktivität für externe Trainer ist, und Referenten ist natürlich toll, wenn die einfach nur kurz reinkommen können. Genau, und wir haben eine Audiografie gemacht, die wollte ich eigentlich bis heute fertig haben, aber der Ingo Stoll hat schon im November eine Audiografie gemacht, so praktisch einen Radio-Feature-Podcast zu dem Thema, das ist mit in der Audiografie mit dabei, wo wir einfach O-Töne sammeln, weil das darüber reden anschließend ist Teil des Formates und ob es ein 16. Digicamp gibt, wissen Janik und ich noch gar nicht, weil sich unser Top-Management jetzt ein bisschen einig werden muss, wie viel so Formate es braucht, da ist die Stimmungslage nicht gleich verteilt und ich muss auf Zynismus achten, dass ich Leute nicht zu einem Format einlade, wo es nicht gut ist, wenn sie kommen. Weil wenn sie, dass sie da hinkommen, haben sie Zeit, dass sie da hinkommen und da muss man so ein bisschen gucken, weil es natürlich, es gibt jetzt 4 oder 5 Digicamps, die heißen alle anders, weil die Organisation gelernt hat, dass sowas geht, was ja total toll ist, aber dann ist die Frage, was ist denn da, wo man jetzt seine Zeit investiert? Da muss sich jetzt die Organisation ein bisschen stärker committen. Mal eine Frage von der Piwi? Nee, 2 Gedanken. Das eine ist, vielleicht wird es einfach mal Zeit für eine Fuck-Up-Night. Kann auch sein. Und das Zweite, was ich so toll finde, also ich glaube, ich war vom Ersten dabei, früher als Teilnehmerin und dann auch irgendwann als Session-Geberin. Was mich am allermeisten beeindruckt, ist, wie Themen, die früher tatsächlich von außen kamen, heute so ganz selbstverständlich in ganz unterschiedlichen Facetten, aber innen aufgegriffen werden und von innen heraus weiter bearbeitet werden. Also das finde ich einfach großartig, über all die Jahre zu beobachten. Also und diese Wirksamkeit, die wird aber oft nach außen gar nicht so sichtbar. Ne? Und unbedingt der hybride Muskel müssen wir weiter trainieren. Es geht nicht mehr weg. Und deswegen, auch wenn es aufwendig ist und auch wenn es mir im Kopf immer auseinander zerreißt, wo schaue ich jetzt hin, wir werden das üben müssen, weil es ist so viel schlauer als nur das eine oder nur das andere. Von daher, das ist der Appell, lernt miteinander. Und Jochen, wir intensivieren das gerne. Super gern. Hätte vielleicht noch eine Ergänzung, Thomas will dir keine Zeit klauen, aber vielleicht ganz kurze Ergänzung, verbunden mit der nächsten Session-Idee fürs nächste LostCon, wo ich hoffentlich wieder dabei sein werde. Und zwar, wir haben nämlich unsere Themen gefunden, indem wir aufgerufen haben in unserem Enterprise Social Network und eingeladen haben, Vorschläge zu geben. Und wir waren früher auf der Jive-Plattform. Und das war der Bringer und der Hammer. Das Enterprise Social Network ist für mich immer noch in der Rückschau auf die letzten 10 Jahre der Kulturveränderer im Unternehmen, weil die Menschen dort sichtbar werden, weil du die Menschen vernetzen kannst oder dich mit den Menschen vernetzen kannst. Wir haben die Plattform gewechselt zu einem kleineren Tool namens Koyo. Das ist dann wieder ein klassisches inhaltsbasiertes Corporate Intranet geworden. Ja? Und darüber würde ich gerne mal reden. Ja? Der Rückgang, der, ne, weil du gerade sagtest, Christian, das geht nicht mehr weg. Das haben wir vor 6, 7 Jahren auch gesagt, ne, beim Enterprise Social Network. Es ist weg, es ist nicht mehr so da. Der Zerfall, der Rückgang des Enterprise Social Networks, lass uns da mal drüber reden, können wir, glaube ich, trefflich Erfahrungen auch mal austauschen. Ja, sehr gut. Kam mir nur gerade als Gedanke. Danke dir, Jochen. Janik will gleich noch was ergänzen. Ich würde dann für euch, SAP, ich habe mal den Blog von Thomas aufgemacht. Wenn ihr den nehmen wollt, wenn ihr was anderes nehmen wollt, könnt ihr auch gerne. Okay, komm mal, dann gehe ich aufs Whiteboard zurück. Aber Janik, erstmal dein Kommentar. Ja, also, sorry, Thomas, an der Stelle ist dir noch eine Minute klar. Ich mag noch mal ganz kurz was richtigstellen. Christian, wir hatten das erste Mal überhaupt Zoom-Events auf unserem DigiCamp jetzt im Juni und wir hatten tatsächlich von den Kolleginnen eine falsche Aussage zur Lizenz und es war so, dass ab einer, also 1000 Leute haben sich registriert und ab da ist niemand mehr reingekommen und das ist tatsächlich auch leider im Nachgang so. Das heißt, also Christian, da muss ich ein bisschen korrigieren und fairerweise auch ehrlich sein. Das heißt, wenn ihr unter www.dativ.de/digicamp euch gern registrieren möchtet, kommt ihr, wenn ihr euch nicht
unter einer der 1000 Kolleginnen und Kollegen registriert habe, kommt ihr im Nachgang leider nicht in dieses Event rein. Deswegen, mein Chat ist noch leider deaktiviert, sonst hätte ich euch gerne auch auf unsere Dativ Marktplatz Expo verwiesen. Die findet jetzt am 4. Juli statt, also morgen oder auch nochmal im November. Da könnt ihr auch nochmal das Thema Sessions sehen, die Expo-Funktion. Einfach, warum ich das sage, einfach damit ihr ein bisschen ein Feeling kriegt, wie sich so ein Digicamp auch anfühlen kann. Auch im Nachgang können wir leider nicht das öffnen. Das haben wir jetzt intensiv auch mit Zoom besprochen. Deswegen ist dieses Digicamp leider so schlimm, wie es auch ist. Ab den Kolleginnen, die eben schon drin waren, so ein Stück weit exklusiv gewesen. Also deswegen Daumen drücken, dass es nochmal stattfindet. Dann können wir da definitiv gegensteuern. Ich habe den Dativ Marktplatz Expo-Link in den Chat gepackt. Und die ist okay. Für alle offen und kostenlos. Danke, Simon. Gerne. Dann würde ich an euch übergeben. Ich mache es auch so, oder? Wir lassen es geteilt und ihr steuert mich so ein bisschen. Genau, wenn ich was gleich auf die zweite geht. Ich habe irgendwie nicht mehr geschafft, noch mehr Folien reinzutun, so von wegen Look and Feel, wie die Location war und so weiter. Das können wir im Nachgang noch reintun. Also die ersten zwei gingen rein. Vielleicht nochmal kurz, was ist das SAP Training und Adoption Forum? Das SAP Training und Adoption Forum ist eine Community-Veranstaltung, die wir einmal im Jahr anbieten. Wir haben unterjährig zwar immer wieder Touchpoints mit den Kunden, einmal im Monat, eine Kaffeeecke virtuell, eine Ask Me Anything Session eher, aber einmal im Jahr bringen wir die Leute zusammen. Diese Veranstaltung gibt es in dieser Form seit ungefähr 8 Jahren, damals nur on-site, schon immer in Walldorf die ersten paar Jahre und dann kam Corona, wir haben es dann online gemacht, haben uns an Zoom rangetraut, war große Aufregung, Gott hält, klappt das und so weiter, haben das 2 Jahre nur online gemacht, um dann zu sagen, okay, jetzt müssen wir jetzt mal ein bisschen überlegen, was machen wir jetzt on top und haben dann entschieden, wir machen, haben es letztes Jahr das erste Mal hybrid gemacht. Auch mit Support von Simon, muss man dazu sagen. Und vielleicht einfach nochmal kurz, die Zielgruppe sind, wie gesagt, bei uns Kunden und Partner, also das heißt rein extern. Unsere Zielsetzung damit ist, die Community zusammenzubringen und zu schauen, dass die in den Austausch kommen, also Inspiration, etwas geben und Austausch. Es ist ein Event inzwischen mit Vorabend, also haben wir auch letztes Jahr ein bisschen experimentiert. Und wir geben da wenig an Topics von uns vor, also im Sinne von wir im Hochglanzformat unsere Folien, sondern es ist eher so, unsere Kunden tauschen ihre Best Practices mit unseren Tools, unseren Services, alles rund um das Thema Training und Change Management. Wir haben dann üblicherweise so, dass wir einfach den Vormittag starten mit einfach 2, 3 Inspirational Keynotes, Lightning Talks, ein bisschen länger als die gestern hier. Wir haben 10 Minuten plus 2, 3 Fragen, die wir zulassen und gehen dann in interaktive Sessions. Und diese Sessions sind in 5 Streams, jeweils eine Dauer von 1/2 Stunde, also knapper als 4. Und die Hälfte Input, die Hälfte Austausch geplant. Wie sich das in der Realität gestaltet, hängt meistens von den Inputgebern ab, wobei wir in dem Laufe der letzten Jahre eine große Tendenz auch mitbekommen haben, dass auch unsere Kunden, die manchmal ein bisschen traditioneller unterwegs sind, also übliches Barcamp-Publikum, schon auch bereit sind, gerne zu teilen und auch an diesem Austausch sehr interessiert sind. Das Ganze findet in unserem Gasthaus in Waldorf statt. Wir machen das Ganze inzwischen, letztes Jahr in Zoom, dieses Jahr erstmalig in Teams, weil wir gedacht haben, wir könnten damit die Hemmschwelle für die Leute einfach niedriger halten. Zoom ist inzwischen für viele einfach nicht mehr State of the Art, sondern es ist eher Teams. Das war so ein bisschen der Grund, warum wir auf Teams umgeschwenkt sind. Hat jetzt für uns als Organisatoren wenig an Vorteilen gebracht, um ehrlich zu sein. War eher so, die Presenter-Rights waren so ein bisschen schwierig manchmal in der Lobby und so weiter. Habe ich irgendwas? Ja, vielleicht nochmal so ein paar Sachen, die super interessant sind für euch vom Setup. Also wir haben Livestreaming in YouTube noch, um noch zusätzlich Reichweite zu kriegen und über LinkedIn, da kriegen wir einige Leute noch darüber. Graphical Recording, was digital gemacht wird, also auf dem iPad, was wir dann auch immer gleich teilen. Das ist eigentlich auch schön, nochmal so eine Art Sketchnotes, Graphical Recording. Würfel. Ah, okay. Genau, sorry. Ich denke, wo wir auch gutes Feedback bekommen, ist wirklich zum hybriden, also zum starken Fokus auf Hybrid. Wir haben für jede Session auch einen virtuellen Mentor und jemand vor Ort. Wir haben immer noch zusätzliche Bildschirme, das ist ein bisschen mehr Aufwand, aber auf den Bildschirmen sehen wir immer, also neben der Präsentation
Screen auch die Leute, die online dabei sind, ne, in so einem Kachelmodus. Also das ist eine schöne Möglichkeit, dass man die vor Ort nochmal sieht. Also ja, dass man mehr wirklich zusammen ist. Orga-Team, ist uns Team? Ja, genau. Also, aber ein paar Sachen können wir sicher mitnehmen, auch mit freiwilligem Orga-Team. Wir haben ein bisschen einen anderen Formatmix. Wir haben Live-Podcasts, mal jetzt schon im zweiten oder dritten Mal, finde ich toll. Also nur jemanden zu interviewen ohne Folien, dreiviertel Stunde. Da gucken wir eher immer so auf Experten. Diesmal war es die Wilma von Neue Narrative. Letztes Mal war es ein anderer Experte. Also finde ich immer spannend, sich mal zu fokussieren ohne Folien. Wir haben auch Audiografie gemacht. Wir hatten letztes Mal Spatial Chat, das um so digital, also virtuell und on-site zusammenzukriegen. Es hat nicht so gut funktioniert. Jetzt haben wir eher eine Audiografie gemacht, was der Simon netterweise wohl unseren Podcast übernommen hat, sozusagen. Genau. Auch sogar mit Online-Leuten, die online mal so ihre Learnings geteilt haben. Fand ich auch eine schöne Möglichkeit. Habe ich was vergessen? Ja. Also ich glaube, gerade Livestreaming war auch spannend. Da haben wir einiges noch bekommen über YouTube an Reichweite. Das Thema Online- und Site-Host. Also wir hatten, du hast es schon erwähnt, vielleicht nochmal da in Ergänzung, einfach als Lessons Learned, was immer groß gelobt wird von den Teilgebern, die ja unsere Kunden sind und damit ja uns quasi auch einen Gefallen tun, wenn sie da kommen und ihren Input teilen, ist schon auch, dass wir das Setup so aufsetzen, dass sie so wenig wie möglich auch mit dem ganzen Thema Technik und so weiter zu tun haben. Das heißt, wir haben einen On-Site-Host vor Ort, wir haben 5 Räume und 5 On-Site-Hosts, die einfach vor Ort darauf gucken, dass die Mikrofone quasi rumgeschmissen werden, dass jeder zu sehen, also dass die Fragen im Chat und so weiter beantwortet werden und ein Online-Host, der halt die Online-Community vertritt. Und das hat sich schon auch als Best Practice erwiesen. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen, wer an hybriden Formaten interessiert ist, immer jemanden auch online positionieren, der den Chat im Blick hat, der schaut, seid ihr zu hören, steht jemand im Bild, solche Kleinigkeiten, die wichtig sind. Macht das ganze Thema Austausch auch nochmal einfacher. Und du wolltest noch ergänzen? Ja, was mir eingefallen ist, was ich ganz cool fand für eine gute Experience von allen Leuten ist, wir haben jedes Mal ein Motto. Letztes Mal war es Ride the Change, also mit der Surfer-Metapher. Haben dann auch eine Wand aufgestellt mit Stühlen davor und Leute haben sich da fotografiert. Gab auch Merch, wie Aufkleber, T-Shirts und so weiter. Diesmal hat man ein anderes Motto, Workout the Cloud, was eher Fitness als Cloud-Fitness, digitale Fitness als Metapher. Ja, also ist auch wichtig, dass man Spaß hat, ne? Und jetzt nicht nur Informationen teilt oder Netzwerk. Kam auch ganz gut an. Ja, kam sehr gut an. Also, ja, wir haben dann eine Fotobox davor gestellt, die hat dann auch dafür gesorgt, dass die Leute das einfach auch mitnehmen konnten, teilen konnten online. Also ist halte ich auch für sehr wichtig, weil es einfach die Stimmung auch nochmal verändert. Also ich glaube, was viel großes Feedback war, dass die Atmosphäre so entspannt ist, was man jetzt üblicherweise von so Unternehmensveranstaltungen nicht so gewohnt ist. Und wir tun halt eine Menge mit dem ganzen Thema entspannten Networking, mit dem Thema, dass wir die Online-Teilnehmenden versuchen, so gut wie möglich einzubinden mit Fragen, mit wie geht's euch? Wo seid ihr her und so weiter und eben dem Merch und dem ganzen entspannten Rahmenbedingungen, um die Leute gut ankommen zu lassen. Sehr schön. Ich würde vorschlagen, wir haben jetzt 7 Minuten noch Zeit für Fragen. Alle, die online eine Frage haben, die Hand heben, dem würde ich so ein bisschen den Vorzug geben, weil wir gehen hier nachher alle Mittagessen und ihr könnt Seide und Thomas auch noch schnappen. Ich wollte eine Beobachtung noch beisteuern, weil du hast gerade vom großen Besteck gesprochen. Ne? Also so Beispiel, die Kameras, die wir hier nutzen, kosten irgendwie 200-300 €. Ich glaube, eine von den Moving Heads, die wir im Einsatz hatten, kostet 11.000 und davon waren 5 im Einsatz. Und da hinten saß ein Team mit 6-7 Leuten, was quasi steuert. Und das ist, finde ich, so ein bisschen kontraintuitiv. Also wenn große Technik da sind, sind Menschen da, die Fernsehproduktionen machen wollen, die nicht wollen, dass, so wie hier, Leute auf der Bühne sichtbar sind, Chat sichtbar ist, ne? Und die das als unprofessionell empfinden, wenn vielleicht der Chat da ist. Und das finde ich aus den letzten 2 Jahren, Going Hybrid, eins der zentralen Knackpunkte, das schon Zeit, wie du gesagt hast, so hinzukriegen, dass man alle gut hört und sieht und das muss für alle passen. Aber wir machen nicht das Heute-Journal, ne? Und wir brauchen kein minutengenaues Drehbuch, weil das halt komplett die Lockerheit rausnimmt. Ne? Und das ist so ein Ding, da muss man wirklich ringen in den Organisationen drum. Okay, also ich sehe jetzt noch keine Meldung online, das heißt, ihr könnt auch gerne vor Ort. Sagt einfach Bescheid, wenn ihr die 3 noch fragen wollt, sagt dazu, an wen das geht vielleicht. Und dann haben wir auf jeden Fall noch den Rest der Zeit für Fragen.
Packe mal den Würfel. Ja. War eure Veranstaltung auf Deutsch oder auf Englisch oder auch gemischt von den Sprachen? Die war zu 98% auf Deutsch. Wir hatten eine Sessiongeberin auf Englisch. Wir hätten auch gerne einen Stream in Englisch gemacht, um ehrlich zu sein. Aber das Problem war da, dass wir einfach keine Inputgeber gefunden haben. Also es war einfach eher ein Mangel an Inputgebern. Wir haben dann auch Kunden explizit gefragt, ob sie nicht doch noch auf Englisch das machen wollen. Es war dann aber so mit Interaktion, mit Format, nicht ganz so klassisch, Präsentation, war dann Englisch dann einfach auch nicht so gewünscht. Aber wäre jetzt in unserem Wunsch definitiv vorhanden, dass wir sagen, wir hätten gerne einen Stream in Englisch. Da ist es. Danke. Ich sehe schon, ihr seid alle Handballer da drüben. Warte mal eine Sekunde, wir haben online den Yannick noch. Ich wollte nur sagen, also bei uns am letzten vergangenen DigiCamp war es so, wir hatten keine englische Session, wir hatten aber davor tatsächlich vereinzelt immer englische Sessions und das war aber auch überhaupt gar keine Hürde, also waren 30 bis 40 Personen auch drin. Wir hatten letztes Mal einen Impuls von Michael Oschmann mit, ich glaube, 100 Kolleginnen, die mit dabei waren und wir konnten das wunderbar mit Untertiteln, Live-Übersetzung steuern und auch das Transkript im Nachgang auch im Sinne der Barrierefreiheit dann in beiden Sprachen zur Verfügung stellen. Okay, und der Jochen noch? Genau, vielleicht ein kurzer Reflex auf dich, Simon, mit großem Besteck. Bei uns war das ganz genauso. Wir hatten auch das große Besteck. Das ist dem geschuldet Konzern, Telekom, da ist immer, ne, wenn das Eventmanagement beteiligt ist, kommt das immer an den Start. Für mich spiegelt sich das auch wieder auch im Session Grid. Ich versuche seit Jahren die KollegInnen zu bewegen, dass wir auch mal nicht kuratierte Sessions dort haben, dass wir vielleicht uns die Freiheit mal nehmen, einen kompletten Track wie in guter alter Barcamp-Tradition, ne, vor Ort auf dem Event füllen zu lassen. Das ist noch eine Herausforderung. Also so ein Stück Back to the Basics hätte ich da gerne persönlich. Und vielleicht noch ein Good Practice zum Teilen. LinkedIn-Ankündigungen per Social Media. Wir haben ein Sharepick verteilt, ja, wo sich Menschen mit ihrem Bild einklicken konnten. Das seht ihr noch auf dem Conceptboard ganz unten. Das hat nochmal gut gewirkt. Also da haben wir auf der Zielgerade nochmal schön Teilnehmer auch von draußen bekommen. Nur als Empfehlung, ne? So nach dem Motto, ich bin dabei und warum und was erwarte ich und so weiter. Sehr schön. Und dann war Eva oder wer denn? Ja. Ja. Ich hatte noch die Frage, weil ihr gesagt habt, ihr habt eigentlich eure Kunden und Partner im Fokus, die sich austauschen, wie sie mit euren Tools arbeiten. Aber ist es, wie spielt ihr die Erkenntnisse oder Dialoge auch nach innen? Weil es eine ganz wertvolle Infos für eure Teams auch, ne? Für die Produktentwicklung. Also wir versuchen alles nachzuhalten in Recordings, die alle Folien und das Ganze, das quasi Single Source of Truth ist dann die Summary, die wir dann quasi mit Hilfe von Thomas und dem gesamten Team zusammenstellen, die ich auch hier mit rein verlinkt habe und die dann einfach sowohl intern als auch extern zur Verfügung steht. Ja. Waren einfach auch einige interne Kollegen wie Product Owner waren vor Ort natürlich oder wenn man Change Management Team, ein externes, die waren natürlich auch, waren einige vor Ort. Ja, also da ist es schon gewährleistet darüber. Sehr schön. Dann sieht es fast so aus, als ob wir mit 2 Minuten Luft alle Fragen beantwortet hätten. Vielen Dank an euch. Christian, kleiner Applaus. Jochen, danke zum Gast. Vielen Dank. Ich hatte im Chat schon geschrieben, ich konnte jetzt parallel auf dem Whiteboard nicht dokumentieren, weil ich diese Foliensteuerung gemacht habe. Ich habe im Chat geschrieben, Folien in Whiteboards, auch ein interessantes Konzept. Das würde ich aber nachholen und dann auch so einen kleinen Plan da posten, wie wir jetzt die Erfahrungen quasi in den Leitfaden einfließen lassen. Und wenn ihr LernOS oder was auf LinkedIn oder Mastodon folgt, dann kriegt ihr mit, wenn der Leitfaden entspricht.